zu oft dahinter Deckung gesucht. Ich frage mich, ob ich da einen Takedown machen kann, dass ich das Ding einfach kaputt mache. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Aber das ist nicht das Problem, den schaffen wir. Aber dieses Rumgewabbeln, ne? Diese Verzerrung, die er um sich rund hat, macht das Zielen echt schwer. Was hier jetzt wohl passieren wird. ist schon cool als Zeitreisender, ne? Das ist hier so League of Legends mäßig. Echo. Drückst eine Taste, zack, bis wir in der Vergangenheit. Und jetzt zack, den Breakdance. Mhm. Los geht's. Hallo. Einmal ganz kurz die Bubble setzen. Jo. On my way. Und feiert. Deckung. Zeit, Bubble. Wir warten kurz. Oder lieber doch nicht. Gucken, ob es geht. Nein, Takedown kriege ich hier nicht. Aber ich sag mal so, ne? Aus dieser Distanz raus kann man eigentlich nicht so wirklich daneben schießen. Lass mich ein bisschen näher kommen. Ich lade mein Speed ein bisschen ab. Und dann. Und Halani. Recht. Zack. Ah, hier so. Das war irgendwie gar nichts, oder? Kann das sein? Und los geht's. Siehst halt nichts. Ich sehe immer nur, ich muss auf diesen Zielmarker hoffen, den man bekommt. Das ist so knicken. Wenn ich richtig auf dem Target bin, dann wird er rot. Aber da, wo ich hinschießen muss, quasi. In einen Kronenanstieg. Ich glaube, es hat funktioniert. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, einmal können wir wieder. Ja. Ich dachte eigentlich, dass er mich gesehen hat und schießen will. Weg. Ah, die Frage ist, sieht er mich hier? Scheint nicht. Er geht rüber zum anderen Auto. Kann ich von hier aus überhaupt treffen?
erwischt. Okay. Okay, gut. Alles in Ordnung. Ich muss nur über diese verdammte Brücke kommen und dann habe ich es geschafft. Weißt du, er macht hier schon die dicken Sprüche und weiß gar nicht, was passiert. Ich dachte eigentlich, dass er wieder aufsteht. Mal Zeit. Ist irgendeine Waffe gedroppt, mein Freund? Der hat auf jeden Fall einen schönen Raketenwerfer, ja. Alles klar. Also das ist echt eine miese Geschichte, dass man nicht mehr richtig zielen kann. Weißt du, hast du ja extra schon die dicke Snipper in der Hand? Und dann so, warte mal. Was ist das? Ach, das ist die Schrotflinte. Ich dachte die ganze Zeit, das ist dieses andere Ding. Die ich hier schon habe, dieses Maschinengewehr, das da. Ah, hier geht's weiter. Hoch hinauf, mein kleiner Freund. Achso, nach oben drücken. Ja, hoch hinauf, ne? Ich finde das geil, dass die Vögel immer so eingefroren sind. Chronopartikel suchen. Nichts zu sehen. Ich muss jetzt ernsthaft über die Draht... Nee. Da ist noch... Mhm. Wo bist du denn? Kleiner Kronon-Freund, da drüben. Ich sehe dich. Dachte er, aber ist sich nicht so ganz sicher. What? Na, darf ich die Leiter jetzt wieder nicht hoch? Wäre typisch gewesen für das Spiel. Nach diesem Zugunglück. Also man kann sagen, was man will, aber sie haben sich echt Mühe gegeben. Ne? Da drüben das ganze Schiff, die ganze Stadt, alles modelliert. Und wahrscheinlich kommst du niemals auf das Schiff, obwohl trotz dessen ist es da. Kutter? What the fuck? Wir haben die Brücke nicht hochgelassen. Na, darf ich jetzt das Schiff hin und her spulen? Das ist schunzig. Alter, da brettert der Kutter da voll durch. Und ich häng da an dem letzten verbleibenden Teil, ja? Achso, ich wurde getroffen. Ich fliege gerade durch die Gegend. Okay. Oh nein. Das ist wirklich übel. Ja. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich krieg hier Schaden. Ja. Nein, es sollte eher sowas sein. Mhm. Jump. What the fuck? Na. Ach du Scheiße, bin ich auf dem Kutter oder was? Nee, jetzt bin ich auf der Brücke. Und jetzt? Da drüben durch. Wollt's mal anhalten? Danke. Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Was fliegt denn hier gerade? Kleine Metallsplitter oder was? Lol. Über das Straßenschild? Der Motorblock fällt gerade auseinander. Ich glaube, das wird Zeit für eine Inspektion. Okay. Und hüpf. Ernsthaft, jetzt muss ich auf die Karre und dann?
Ja, chill mal ein bisschen. Aber wo muss ich denn dann hin? Da oben hoch? Nee, hinten runter. Hier kann ich ein bisschen was machen. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Ja, die Frage ist, will man das? Ich bin natürlich immer noch auf der Suche nach Kronon. Achso, ich wollte hier gerade noch überspringen. Warte. Ich habe so das Gefühl, die Anomalie hält nicht mehr ganz so lange. War nicht unbedingt angenehm. Dahin? Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde das Ende der Zeit aussehen. Alles war zerrissen, im Chaos, eingefroren. Und niemand würde es bemerken. Liebesbrot, halt still. Na komm, halt still. Liebesbrot, ernsthaft? Okay. Na komm. Hier ist nur ein Scheinwerfer. Ich dachte gerade, der Scheinwerfer wäre ein Chronopartikel. Alter, das sieht so geil aus. Und rutschen. Du bist schon so ein super... What the... Auch wir selbst sind nicht so ganz synchron. Lauf. Der Riss wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten sich. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Wills Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Es ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Und das ist unvermeidlich. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Ob wir da auch hin können? Sie haben ihn geschätzt. Um das zu sehen, was er sah? Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen sie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen. Oder wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Amy, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Alles klar. Okay, Doktor, los geht's. Und ich werde Sie nicht aus den Augen lassen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das würde Ihnen leid tun. Jack, wieso zieht er die Knarre? Bevor wir nach unten gehen, müssen wir etwas besprechen. Ach, der ist da weggesteckt. Moment. Erst einmal scannen wir die Umgebung. Bevor ich mit dir schnacke. Das war der Typ, der auf der Gala die Rede gehalten hat. Das ist Martin Hatch. Dem Monarch-Funk nach wurde er als Verräter bezeichnet, der das Monarch-Labor sabotiert hat. Stimmt. Ein Verbündeter? Bestplan für 2010. Best Grafik und Pläne, um ins Jahr 2010 zurückzureisen und die
Gegenmaßnahme zu stehlen. Na dann, Beth, was okay, hast du? Was gibt's? Es ist wegen des Plans. Wenn Emeril die Maschine zum Laufen bringt... Dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010 und stehlen sie? Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay, und warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Tja, das ist ja die Frage, ne? Aber wenn wir die Zeit, wenn wir die Gegenmaßnahme bereits gestohlen haben und alles aufgehalten ist, ist dann immer noch die Frage, warum läuft es dann trotzdem noch? Weil das sind ja alles, ja, naja. Temporale Überlegungen, ne? Tja. Also wieso hat er dann immer noch das Ende gesehen, obwohl dies gar nicht eintritt? Mysterious. Hallo Riverport. Nun, es war eine harte Nacht für uns. Mal sehen, wie weit Dr. Emeril mit der Zeitmaschine ist. Oh, ja. Ernsthaft? Achso, er hat mit ihr geredet. Ich dachte, jetzt kommt das hier wieder. Ich glaube nicht, dass wir ihr vertrauen können, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat, als ob sie sie schon mal gesehen hat. Sie weiß, wozu sie da ist. Glaubst du, Will hat ihr davon erzählt? Nein, Will war nie einer von der gesprächigen Sorte. Das kann ich verstehen. Die gehört wahrscheinlich, die Gegenmaßnahme gehört wahrscheinlich zu ihrem Plan. Als wir Kinder waren, konnte er mir wichtige Dinge nur mitteilen, indem er mit meiner Plüschgiraffe sprach, während ich im Raum war. Also, bestimmt für ihr Rettungsboot ist die Gegenmaßnahme mitentwickelt worden, beziehungsweise irgendwie mit eingebaut worden. Hat sie den Fehler gefunden? Ach, da ist sie. Weiß nicht. Ich schau nach. Erstmal gehen wir jetzt hier rüber. Wo haben wir sie? Da. Nur wo? Unten drunter? Oder? Wie komme ich denn jetzt da hin? Hier sind immer so Gänge nach oben. Lass mir einfach so snacken hier. Ah ja. Ich dachte, die wäre unter der Tribüne. Ich sollte nachsehen, wie weit Dr. Emerald ist. 1 von 3. Wir gucken nochmal hier hinten, ob wir noch ein bisschen was für Updates finden. Hier so. Maybe. Ich gehe mal davon aus, dass unser Scanner hier nicht so groß ist. Hier drüben können wir uns noch Sachen angucken. Wie zum Beispiel diesen Laptop. Ich finde das super, Jack, dass die Video... Oh, das musst du dir Maul ansehen. Ach so. Ich dachte schon wieder die andere. Solltest du nicht Emeril im Auge behalten? Okay, aber zuerst musst du dir die Sachen anschauen, die ich herausgefunden habe. Okay. Ich meine es ernst, Jack. Es ist ziemlich heftig. Na, was hast du denn? Okay, was ist das alles? Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Ich habe auch ein Video von deinem Bruder gefunden. Es ist auf dem Fernseher. Das willst du sicherlich sehen. Okay. Alles andere habe ich ausgedruckt und auf die Tische dort gelegt. What the fuck?
Serenes Originalmanifest für Monarch. Das mussten wir so gut wie auswendig können. Er glaubt wirklich, dass er das Richtige tut. Ja. Weil er nicht glaubt, dass der Riss aufgehalten werden kann. Aber da irrt er sich. 1999. Paul Serene. Das Rettungsboot. Ja. Dem Monarch-Funk nach zu urteilen, hat Paul Serene das Ding gerade aktiviert. Viel früher, als es eigentlich geplant war. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir weniger Zeit haben als gehofft. Gibt es jemanden, dem wir trauen können? Fiona. Sie ist die einzige Kontaktperson, die mir dort geblieben ist. Was ist mit diesem Burke-Typ? Er war Gefangener im selben Transport wie ich. Burke. Ach so, er. Ja, über der seine Familie. Der nur seine Familie retten will. Rettungsbootprotokoll. Hey, Amy. Was ist das hier? Ich habe Monarchs Kommunikation über das Radio aufgezeichnet, das mir Beth gegeben hat. Ich habe alle Sachen zusammengestellt, die vielleicht weiterhelfen können. Okay. Na dann, Video, Bruder. Na, mein Freund, was hast du? Okay. Heute ist der 28. Februar. Meine Güte, Will. 1999, William Joyce. 1999. Okay. Nach Monaten mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Krononfelds und dem Nachbau der Massendichte eines schwarzen Lochs... Naja, okay. Das heißt, zusammengefasst, ich habe eine Zeitmaschine und sie funktioniert. Ich werde es beweisen oder sterben. Okay, ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen... Wenn ich die Maschine betrete, dann werde ich im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen. Okay. Der Kern ist aktiv. Die Kronon-Niveaus sind stabil. Ich werde im Uhrzeigersinn durch den Korridor reisen und an derselben Stelle in der Zukunft wieder herauskommen. Oh. Diese Uhr ist mit meiner synchronisiert. Also, wenn ich die Maschine dann verlasse, sollte es einen beträchtlichen Zeitunterschied zwischen meiner Uhr und der Uhr in diesem Raum geben. Der Korridor ist arretiert. Okay. Zielzeit steht auf 5 Minuten in der Zukunft für den ersten Test. Zugegeben, in die Vergangenheit zu reisen wäre weitaus eindrucksvoller. Aber ich kann nur so weit in die Vergangenheit reisen, wie der Zeitpunkt, an dem der Kern der Maschine zum ersten Mal aktiviert wurde. Also, jetzt. Okay. Die Maschine ist bereit. Monitor ist stabil. Was ich jetzt tun werde, ändert die gesamte Struktur der Korridor. Ich weiß nicht mehr.